Milos Seemann. Den Israelis kann ich nur den Rat geben, mit den Palästinensern so zu verfahren, wie die Tschechoslowakei mit den Sudetendeutschen verfahren ist. Václav Klaus. Das Büro der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Prag ist eine ungehörige und unbrauchbare Sache. An einer Zusammenarbeit mit der Sudetendeutschen Landsmannschaft sind wir nicht interessiert. Heinz Fischer. Österreich soll endlich seine Oberlehrerhaftigkeit gegenüber Tschechien aufgeben. Erst dann könne man auf einige versöhnliche Worte Tschechiens hoffen. Benito Ferrero-Waldner. Ich habe enorme Kontakte. Worte sind bequem, Taten nicht zu sehen. Ludek Pachmann, Schachgroßmeister und objektiver Tscheche, berichtet. Deutsch-tschechische Fernsehsendung durch Prag vereitelt. Prag verlangte zwei wichtige Änderungen im Drehbuch. Es sollte über den 4. März 1919 nicht gesprochen werden und die Opferzahl der Vertreibung auf 15.000 herabgesetzt werden. Beides lehne ich im Sinne der Wahrheit ab. Das tschechische Fernsehteam darf das gemeinsame Projekt mit dem ZDF nicht mehr wahrnehmen. Pachmann über Beneš. Die fast schon pathologische Liebe zum tschechischen Präsidenten Beneš, der zweimal würdelos kapitulierte, 1938 und 1948, ist so etwas wie eine nationale Krankheit geworden. Das von Kohut verwendete Argument, die Beneš-Dekrete seien durch das neue tschechische Grundgesetz außer Kraft, ist eine billige Ausrede gegenüber der deutschen Seite. Václav Havel. Eduard Beneš bekommt nicht posthum den Masaryk-Orden verliehen. Jiří Grúša als tschechischer Botschafter in Wien. Eine moralische Geste ist denkbar. Ich würde mich entschuldigen.